Hallo und guten Abend. Ich melde mich wieder heute am Freitag, den 9. Oktober 2020, hier aus dem Klinikum Rheine in der Matthias-Stiftung. Ja, die Zahlen sind angestiegen der positiv Getesteten. Und was bedeutet das? Wie wirkt sich das aus? Da gehe ich ganz zum Schluss noch ein bisschen speziell drauf ein. Aber erstmal hier im Kreis Steinfurt zum Beispiel sind die runtergegangen. Da sieht man, dass das überall lokal etwas unterschiedlich sich verhält. In Großstädten scheint es tatsächlich im Moment etwas problematischer zu sein, in ländlichen Bereichen etwas weniger. Und hier in so einer Mischzone, sage ich mal jetzt hier in Rheine selber, ist es aber auch so, dass die Fälle im Moment wieder runtergehen. Auch im Krankenhaus, in den Krankenhäusern hier im Kreis ist noch absolute Ruhe, was das Corona-Thema angeht. Aber wir sind vorbereitet. Zum Beispiel kam schon wieder die Anfrage aus den benachbarten Niederlanden, eventuell Patienten aufzunehmen. Da gibt es jetzt ein Register, in dem wir auch vermerkt sind, wenn Bedarf ist, dass wir dann auch entsprechend Patienten übernehmen könnten. Was gibt es sonst noch zu berichten? Ja, so einfach passiert es. Da macht man eine Mittagspause und ist nicht ausreichend in diesen 20, 30 Minuten geschützt, weil man ja logischerweise zum Essen die Maske abnimmt und schon kann man sich infizieren, wenn einer dazwischen ist, der halt gerade infektiös ist. Ja, das sind so die Momente, da muss man immer mehr drauf achten. Die Verhaltensregeln werden von allen Mitarbeitern und allen Patienten wirklich gut eingehalten und ich glaube auch in der Stadt und dem Umfeld sieht man, dass das sehr, sehr viele sich wirklich gut verhalten. Aber es gibt immer wieder Momente, wo dann halt doch mal der Mundschutz ab ist oder nicht dann auf den Abstand geachtet wird. Und das sind so die Sachen, was wir einfach jetzt zum Herbst hin lernen müssen. Diese Sachen noch mehr in einfach Fleisch und Blut übergehen zu lassen, dass wir da nicht groß drüber lamentieren oder jedes Mal drüber nachdenken, sondern dass es einfach ein gewisses Maß an Normalität geht, wo man sich dann auch nicht am Ende drüber aufregen muss. Und so kommt es, dass halt wir jetzt nochmal neu darauf hinweisen, dass halt diese Maskenregeln und Abstandsregeln wirklich wichtig sind, denn die dienen uns als Schutz für uns Mitarbeiter und aber auch natürlich und indirekt damit auch für unsere Patienten. Und das steht natürlich an allererster Stelle. Und das bedeutet auch, dass Patienten, wenn jetzt Personal reinkommt, Mundschutz anlegen müssen und Besucher natürlich auch, wenn sie bei uns sind, entsprechend Mundschutz tragen müssen. Das gilt es manchmal noch dran zu erinnern, aber insgesamt sind wir sehr froh, dass sich das alles so gut eingespielt hat. Trotzdem, das merkt auch jeder von uns, weil es kommt ja so eine gewisse, ich sag mal so Müdigkeit, dass man es eigentlich gar nicht möchte, aber es gehört halt zu uns und deshalb müssen wir auf diese Dinge achten. In speziellen Bereichen, da wo eine Gefährdung besteht oder ein Verdacht besteht, da haben wir natürlich weiterhin unseren Vollschutz an. Das führt dazu, dass wenn man jetzt Abstrich macht, alle immer sofort denken, ich muss Vollschutz aufsetzen. Und bei so normalen Wundabstrichen oder MRSA-Abstrichen im Nasenbereich, da muss natürlich kein Vollschutz getragen werden. Ja, so hat das tatsächlich alles schon ein bisschen etwas in unserem alltäglichen Verhalten verändert. Aber da gilt es halt, sinnvoll mit umzugehen, um keine Ressourcen zu verschwenden. Sollte es allerdings wieder mehr werden, so wie wir es im März, April hatten, dann würden wir natürlich auch generell die Schutzvorkehrungen in der Klinik wieder hochfahren. Und das ist halt schon eine gewisse Ruhe, die wir haben, weil wir einfach schon sehr viel gelernt haben in diesen 8 Monaten, damit umzugehen und entsprechend steuernd einzugreifen und das zu machen. Was hat sich noch getan? Die Einreiseverordnung ist zum Mittwoch jetzt neu geschrieben worden. Da sind so Kleinigkeiten drin verändert. Zum Beispiel bedeutet das, dass Menschen, Arbeitnehmer oder halt auch Patienten, die aus einem Risikobereich kommen, solange die nur für 24 Stunden bei uns in den Kreis kommen oder hier zum Krankenhaus, dass die dann natürlich kommen können. Und gerade für Mitarbeiter gilt das, die brauchen keine besondere Testverpflichtung nachzugehen oder Meldung machen oder so, sondern da ist es halt geregelt über diese Einreiseverordnung. Die Ankündigung einer neuen bundesweiten Teststrategie für nächste Woche, für den 15. Oktober, wird natürlich von uns sehr, sehr spannend verfolgt. Wir haben
ja so Andeutungen vom Bundesminister Spahn schon gehört, was da kommen soll. Es soll mehr getestet werden. Vor allen Dingen kommen ja dann auch hoffentlich bald die Schnellteste, und so dass sich dann was ändern wird. Wie das genau aussehen wird, werde ich dann berichten. Im Moment gucken wir dann auch etwas skeptisch hin, weil wir nicht uns genau vorstellen können, was da kommt und wie viel dann da getestet werden soll. Wir warten es mal ab. Wir werden uns darauf einstellen und ich werde hier berichten, was das dann am Ende bedeutet. Jetzt noch etwas generell zu diesen massiv angestiegenen Zahlen, über 4000 Neuinfektionen bzw. neu positiv getestete Menschen in Deutschland jetzt schon in den letzten Tagen. Das bedeutet, dass wir aber trotzdem noch lange nicht in der Situation sind, in der wir im März, April waren. Damals haben wir ausschließlich symptomatische Patienten und in der Regel sogar eher stark symptomatische und ganz im Anfang sogar auch eher mal nicht abgestrichen. Da war das mit den Abstrichmöglichkeiten noch sehr begrenzt, sodass wir da sicherlich eine Untertestung hatten. Also wir hatten zu wenige nachgewiesen und da sind sicherlich von den asymptomatischen und wenig symptomatischen sicherlich viele in Deutschland gewesen, die wir gar nicht erfasst haben. Jetzt ist es genau umgekehrt. Wir haben eine Übertestung oder eine so weite Testung, dass wir auch sehr, sehr viele haben, die nicht positiv sind, sodass wir da diese Zahlen nicht eins zu eins vergleichen können. Da muss man wirklich aufpassen. 4000 jetzt bedeuten nicht 4000 da. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie sorglos werden kann oder dass ich dazu vermitteln möchte, um Gottes Willen das nicht, aber es sollte uns nicht in Angst und Panik versetzen. Und wir können damit umgehen, wir müssen weiter lokal reagieren, da wirklich konsequent nachverfolgen, damit wir dann einzelne aufflackernde Herde so vermeiden, dass die dann halt in die Risikogruppen reingehen, sprich in Krankenhäuser. Deshalb müssen wir hier so konsequent mit unseren Vorschriften bleiben und halt auch in andere Risikobereiche wie alte Menschen und kranke Menschen kommen. Ja, das soll es für heute sein. Ich bin gespannt, was nächste Woche zu berichten ist mit der neuen Teststrategie. Warten wir es mal ab. Bis dahin bleibe ich dabei. Wasch die Hände, Wochenende, allen ein schönes Wochenende. Ciao.